Leute, und jetzt kommt schon das nächste Video, und zwar von zwei kleinen Apps, die es im Mac App Store zu kaufen gibt. Die erste heißt Hola Timer, also ja, so heißt sie. Und was ich zu der App sagen kann, Moment, ich öffne sie meinen App Store und dann gebe ich jetzt Hola Timer ein. Das ist diese App für, ja, 79 Cent gibt und für 0 Cent. Ich habe jetzt die kostenlose App, die ist eigentlich ganz cool, also was heißt ganz cool, die sieht ja nicht gerade bombig aus, aber wenn ich mal mein iPod nicht finde oder sonst noch was und keinen Wecker habe, dann nehme ich mir einfach das hier und ja, stelle es mir als Wecker ein, was eigentlich ziemlich toll ist und ja, kostenlos ist ja nicht gerade sehr teuer. Das war dann eigentlich auch schon die App, Hola Timer, und da kann ich euch gleich mal die nächste App zeigen, die super ist, ja, wegen der ich jetzt eigentlich auch das Video gemacht habe. Die nennt sich, Moment, wo ist sie denn? Lockscreen 2, 2.0. Lockscreen 2.0. Moment, ich gebe einfach mal Lockscreen 2 ein. Ja, sie nennt sich Lockscreen 2. Die App gibt es für 1 Euro. 49 zu kaufen, 1,59 Euro, und die ist eigentlich ziemlich gut, also die habe ich mir auch extra heute jetzt geholt, weil, keine Ahnung, sie hat mich überzeugt. Dafür, dass sie hier 10 mal einen Stern hat, ja, kann ich irgendwie echt nicht verstehen, weil angeblich soll sie auf Snowline hängen, aber bei mir funktioniert sie super. Was ich zu der App sagen kann, Moment. Er hat gesagt, was ist die App? Die App ist ein kleiner Lockscreen, der in etwa so aussieht. Wie man hier sehen kann, muss ich jetzt an meiner Tastatur rumsliden, um meinen Mac zu entriegeln. In den Einstellungen, Moment, da ich schon ein Passwort gesetzt habe, ja, muss ich jetzt drehen. Was man hier in den Einstellungen sieht, ist, ja, dass sie beim Starten mitgestartet wird und dass, ja, dass sie erst angeht, bevor der PC in den Schlafmodus geht, sage ich mal. Dann kann man hier noch irgendein Key auswählen zum, ja, manuellen Entriegeln oder eher gesagt Riegeln und wann sie sich riegeln soll und wann sie dann halt wann der PC dann in Sleep Mode gehen soll, nachdem er geriegelt wurde. Dann kann man hier noch ein Hintergrundbild auswählen. Ich habe jetzt das hier genommen. Dann kann man noch verschiedene Lock-Sounds und Unlock-Sounds nehmen. 24-Stunden-Format und Show-Icon im Menübar. Ja, dann kann man noch den Text verändern und ja, dann kann man hier noch, wie gesagt, sein eigenes Passwort setzen. Hier steht, wie es gesetzt wird. Und ja, ich setze es mal. Also ich habe Quert genommen. Nein. Ja, Quert. Und die App ist eigentlich ziemlich cool, also experimentell, weiß ich nicht. Also da kann man auch das Trackpad benutzen und da gibt es noch irgendwelche Kommandos fürs Trackpad. Und ja, wenn ich jetzt die Apfeltaste und L drück, lockt er sich halt. Und wenn ich jetzt quert slide, sage ich mal, entlockt er sich wieder. Aber wenn ich jetzt was Falsches slide, dann steht da Wrong Pattern, was soweit wie falsche Eingabe heißen soll, ich weiß es nicht. Und ja, die App ist einfach super, also 1,59 Euro ist auch nicht so teuer und bis zum nächsten Mal.